Die Polizei in Hongkong hat die letzten Barrikaden geräumt, die seit Monaten Teile der Stadt blockierten. Etwa 100 Polizisten entfernten am Montag die Straßenblockaden im Stadtteil Causeway Bay. Die Demonstranten hatten seit Wochen Hauptverkehrsstraßen an verschiedenen Orten in Hongkong blockiert. Die Anführer der Proteste teilten mit, man wolle nun andere Formen des Widerstandes wählen und auch zu zivilem Ungehorsam übergehen. Sie verlangen den Rücktritt von Verwaltungschef Leung Chun-ying. Außerdem protestieren sie dagegen, dass die Regierung in Peking bei der Wahl seines Nachfolgers 2017 nur vorab bestimmte Kandidaten zulassen will. Auf dem Höhepunkt der Demonstrationen waren bis zu 100.000 Menschen auf die Straßen gegangen. Mehrfach war es zu gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und Polizisten gekommen.